Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kill Your Demons Box von Emil Bulls. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kill Your Demons von Emil Bulls, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 9. Album der Band. Wir haben hier eine weiße quadratische Box, recht hoch das Ganze. Als erstes werden wir wie immer mal die Folie entfernen. So, und dann schauen wir uns das Ganze an. Also, wie gesagt, eine weiße quadratische Box, rundum in weiß gehalten. Auf der Oberseite haben wir den schwarzen Schriftzug Emil Bulls Kill Your Demons. Und dann haben wir hier so eine schwarze Zeichnung, so eine wilde Zeichnung einer Gestalt, die ziemlich böse aussieht. Also eventuell ist das hier einer der Dämonen, die man töten soll. Auf der Seite, es ist nicht ganz weiß, wie ich gerade gesehen habe, denn je nachdem ist die Frage, ob es, genau, wenn es ins Licht fällt, dann lesen wir hier auch wieder Kill Your Demons in so einem Glanzaufdruck, der echt nur wirklich sichtbar wird, wenn man ihn ins Licht hält. Auf der rechten Seite dann auch wieder ein Glanzaufdruck mit dem Emil Bulls Schriftzug. Dann hier oben wieder, das ist gar nicht so einfach, Kill Your Demons. Und links auch wieder der Bandname. Auf der Unterseite haben wir Emil Bulls Kill Your Demons. This exclusive box set contains. Also eine Inhaltsangabe, was uns in der Box erwartet. Und zwar haben wir hier einmal das Album Digipack Variante. Dann haben wir einen portablen Hi-Fi Emil Bulls Bluetooth Speaker mit Bandlogo, mit leuchtendem Bandlogo, eine Autogrammkarte und ein Zertifikat. Okay, Barcode und die Beteiligten. Dann schauen wir mal, dass wir hier, das ist recht ungewöhnlich, denn hier der Boxdeckel ist ja so und dann das unten quer, also eventuell falsch zugemacht die Box, aber ja. Es ist das 9. Album der Band und diese Box ist auf 1000 Stück limitiert. Jawohl, das nur am Rande, von innen in weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Bluetooth Speaker. Dann haben wir das Album an sich. Das Zertifikat. Und ein Poster. Jetzt bin ich etwas verwirrt, denn... Ah ja, doch. Unsigned Autograph Poster. Okay, also ich glaube, ich habe das vorher falsch gedeutet. Es ist natürlich keine Autogrammkarte, sondern es ist ein handsigniertes Poster. Ich habe irgendwie nur Autograph gelesen und dachte dann sofort an Autogrammkarte. Aber das Poster habe ich irgendwie unterschlagen. Okay. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, kommt hier in einem Digipack. Auf der Folie haben wir hier noch einen Sticker, Emil Bulls on Tour 2017. Das sind die Dates, also hier konnte man die Band im November und Dezember 2017 live erleben. Wir werden mal auch hier wieder die Folie abmachen. Und dann kommen wir zum Album. So sieht das aus, Cover idente, wie auch auf dem Boxdeckel. Auf der Seite lesen wir hier wieder Bandname, Albumtitel, AFM Records und eine Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Es sind 12 Tracks plus hier die zwei darunter, also 14 gesamt. Dann auch hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann kommen wir als erstes mal zum Booklet. Das befindet sich hier in dieser Stecktasche. Nein, das ist ein Flyer. Das ist das Booklet. So, was haben wir hier? Okay, also das sind weitere Releases, die so auf AFM Records erschienen sind. Also ein Info-Flyer des Labels. Wir kommen zum Booklet. Jawohl, wir haben hier die Lyrics der Tracks. Also hier wirklich Wort für Wort die Lyrics abgedruckt. Wunderbar.
Und dann haben wir auch noch Fotos, beziehungsweise sind nicht Fotos, es sind mehr so Zeichnungen, Skizzen der einzelnen Bandmitglieder. Ansonsten das Booklet ziemlich heftig, also alles in schwarz-weiß. Hier ein Bandfoto. Und der Rest ist hier wirklich in diesem schwarz-weiß Gekritzel. Wie auch das Bandlogo oder das Cover hier gehalten. Zum Abschluss gibt es die Credits. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Ebenso wie diesen Flyer. Und kommen zum Inhalt. Denn wir haben hier ungewöhnlicherweise zwei CDs. Das liegt daran, dass wir hier einerseits das reguläre Album haben. Das ist die Album-CD. Limited Special Edition lesen wir hier. Und darüber hinaus haben wir noch eine zweite CD. Und das ist absolut erfreulich, denn es ist sehr selten, gerade bei Rockbands. Aber sie haben es tatsächlich gemacht. Es gibt hier eine Instrumentalvariante. Also das hier ist die Instrumental-CD. Bedeutet, hier ist die Musik drauf, ohne den Gesang, ohne die Vocalspuren. Sollte es meiner Meinung nach viel öfter im Genre Rock geben. Im Deutschrap oder generell im Rap doch sehr verbreitet, aber im Rock nicht so. Okay, als nächstes kommen wir zum Poster. Das Poster hat hier beide Seiten bedruckt. Auf der einen Seite haben wir hier die Mitglieder. Sieht so nach, ja, doch, sieht nach Fotoshooting aus. Hier im Hintergrund mit dieser weißen, mit diesem weißen Hintergrund. Oben links lesen wir wieder den Bandnamen. Und rechts unten haben wir dann sogar noch die Credits. Und zwar wurde das Foto hier gemacht von Tobias Sutter. Und auf der Rückseite, in diesem Fall im Querformat, haben wir dann die Band inklusive der Unterschriften. Also alle fünf Herrschaften hier in schwarz-weiß abgebildet. Ich glaube, das Foto hatten wir auch schon im Booklet. Und die hat wirklich dann jeder über seinem Kopf entsprechend unterschrieben mit schwarzem Stift. Sehr schön. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Kommen zum Zertifikat. Das sieht so aus. Hat hier von der Aufbewahrung in der Box einen leichten Knick drin, aber ist nicht weiter schlimm. Und zwar lesen wir hier, dass es sich hierbei um ein Zertifikat, ein Authentizitätszertifikat handelt. Und zwar garantiert uns hier AFM Records, also das Label, dass es sich hier um eine originale Kill Your Demons Box von Emil Bulls handelt. Hier haben wir nochmal den Inhalt aufgelistet. Und hier lesen wir dann auch noch, this edition is limited to 1000 copies worldwide. Ja, das habe ich euch ja schon am Anfang gesagt, also 1000 Stück. IFM Records macht das meines Wissens immer, dass ihre Boxen limitieren und auch, dass sie hier mit diesem Zertifikat das Ganze nochmal bestätigen. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Bluetooth-Speaker. Der kommt hier in einem weißen Kartonschächtelchen. Mit Max Bluetooth Sound and Logo, Bluetooth Lautsprecher, Lautspeaker, okay. Barcode, ansonsten hier alles in weiß, dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier als erstes mal eine Luftpolsterverpackung. Das ist gut, dass der Speaker auch heil bei uns ankommt. So, einmal der Speaker und zum anderen... Ups, falsch rum. Und zum anderen haben wir hier dann noch Equipment, sprich Kabel, Zeugs. Genau. Also zum einen haben wir hier ein Kabel, ein AUX-Kabel, einen Klinkenstecker. Bedeutet, mit diesem Kabel kann man dann hier bei Line-In den Bluetooth-Stecker anstecken und mit dem anderen Ende geht man dann in seinen Laptop, in sein Handy, wo auch immer und kann dann entsprechend hier Musik abspielen. Man kann aber auch natürlich über Bluetooth-Verbindung aufnehmen, also kabellos. Und dann haben wir hier noch, um das Ganze zu laden, wo haben wir es? Genau, hier hinten einen Micro-USB-Anschluss. Das ist dieser hier. Der geht dann hier mit diesem USB-Anschluss in den Adapter, in den Laptop, wo rein auch immer und kann dann entsprechend geladen werden.
Was haben wir hier noch? Genau, die Bedienungsanleitung. Ja, die erspare ich euch jetzt mal im Detail. Ich glaube, die meisten von euch wissen, wie sowas zu verwenden ist. Und zwar haben wir hier den Speaker in schwarz mit dem Schriftzug Emil Bulls hier vorne. Dann unten die Knöpfe, einmal hier für Lied zurück und Lied vor, beziehungsweise Play und Pause. Dann haben wir hier einen On-Off-Kippschalter, um das Ganze natürlich ein- und auszuschalten. Und die beiden Anschlüsse für den Klinkenstecker und für Micro-USB. Von unten sieht das Ganze so aus. Auf der Oberseite haben wir hier die Membran. Und dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal, ob das Ganze jetzt aufgeladen ist. Wir klicken hier auf On. Oh, er meldet sich schon. Genau, und so sieht das dann aus. Also, das Ganze blinkt jetzt hier. Der Schriftzug Emil Bulls leuchtet. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir das jetzt verbinden würden und dann Musik abspielen würden, dann würde der hier nicht mehr so ganz wild aufleuchten, sondern stetig leuchten. Und ja, dann könnten wir hier wunderbar Musik abspielen. Gut, ich werde das Ganze mal wieder abdrehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Bluetooth-Speaker hier mit diesem pulsierenden, mit diesem Lichter-Logo habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Dann haben wir das Zertifikat, das uns bescheinigt, dass wir eine von 1000 Boxen hier vor uns haben. Das Poster, beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Das Querformat ist unterschrieben von allen 5 Bandmitgliedern. Und natürlich das Album an sich im Digipack, inklusive 14 Tracks plus Instrumental-CD. Und die 2 Kabel gibt es natürlich zum Speaker noch dazu. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Kill Your Demons von Emil Bulls. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Emil Bulls unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.